Aufmachen! Hä? Domi, warum schreist du denn so? Mach die Tür auf, mach schon! Was ist denn, aber warum sitzt du auf dem Boden? Ich muss dir was erzählen! Komm schnell, ich muss rein! Hä, was ist denn los? Erzähl doch! Du wirst mir das gar nicht glauben! Weißt du was? Ich war vorhin in der Stadt und ich habe jemanden gesehen. Oh, wow! Und also ich weiß nicht, ich glaube, es war eine sie und irgendwie war auch gelb, genauso wie du. Hä? Also, seid ihr richtig ähnlich. Wie, jemand hatte eine gelbe Farbe wie ich? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, aber ich sah genau aus wie du. Oh Mann, Freunde, ich bin der Einzige, der die Farbe gelb hat. Das wisst ihr doch. Wenn du weißt, dass mir die Farbe gelb gehört, dann lass jetzt auf jeden Fall erstmal ein Abo da. In 3, 2, 1, abonnieren. Oh, und wo war das Mädchen oder der Junge? Ich hab an der Bushaltestelle gesehen, weil ich ja in der Schule war. Und dann ist die da oder der da gelaufen, in den Bus eingestiegen. Oh, komm schnell, das müssen wir uns anschauen. Okay. Das sieht gelb aus und sieht aus wie ich. Das kann doch nicht sein. Lumi, bist du dir sicher? Ja, ich hab das mit meinen eigenen Augen gesehen. Okay, da bin ich mal gespannt. Leute! Na? Jimmy! Habt ihr auch diese gelbe Person gesehen? Ich dachte, das war Brexy. Ich hab Brexy. Hä? Wo geht er hin? Hallo, warte doch, Brexy! Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Wer denn? Meine Zwillingsschwester. Was? Das ist... Oh. Warte kurz. Zwillingsschwester, was machst du denn hier? Dich besuchen, aber dann habe ich Durst bekommen. Leute, ich muss euch jemanden vorstellen. Ich habe vergessen, euch das vielleicht zu sagen, aber das hier ist meine Zwillingsschwester, Brexina. Brexina, das ist Jimmy. Jimmy, hey. Das ist Brexina. Und das hier ist Lumi, mein bester Freund. Hi, Jungs. Du siehst genau aus wie Brexy. Warum habt ihr das selber an? Wir sind doch Zwillingsgeschwister, du Doofkopf. Ach so. Magst du auch Bananen? Magst du auch Bananen, Brexina? Natürlich. Darum habe ich ja auch eine Banane auf meinem Pullover. Du Dussel. Wir sind die Bananenfamilie, das musst du doch wissen. Lumi, ist alles okay? Ja, warum fragst du? Halt dich fern von meiner Schwester, du kommst ihr viel zu nah. Nein, ich hab nur geguckt, ich hab ihr die Schuhe zugemacht, die sind nämlich aufgegangen. Das hätte ich selbst auch hinbekommen. Okay, ich geh jetzt mit meiner Schwester nach Hause. Wir sehen uns. Wir wollten nämlich noch Kuchen backen, stimmt's, Brexy? Lumi, ich wollte gern mit meiner Schwester alleine erstmal zu Hause. Das ist doch in Ordnung, aber ich komm mit, okay? Hä? Lumi, wir wollten auf ein Spieli gehen, du hast mir versprochen. Komm mit, Brexina. Lumi, wir sehen uns später, tschüss. Okay. Brexina, warum bist du denn hierher gekommen? Ich wollte dich doch besuchen. Hast du Mama? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Hast du das Mama gesagt? Die weiß Bescheid, die wollte dich auch anrufen, aber sie hat dich anscheinend nicht erreicht. Ich habe keinen Anruf bekommen. Oh. Freunde, seht ihr Lumi? Was hat Lumi? Warum beobachtet er mich so komisch? Oh, er versteckt sich auch noch. Leute, findet ihr auch, dass sich Lumi richtig komisch verhält? Dann lasst jetzt auf jeden Fall erstmal ein Like da. Dankeschön. Oh, Brexina, warte, ich mach dir die Tür auf. Oh, wie unhöflich von mir. Und hier, rein mit dir. Also du kannst es dir gerne gemütlich machen. Du kannst entweder oben schlafen oder unten. Du kannst dir aussuchen. Wie früher im Hochbett oben schlafen. Oh, okay, Brexina. Dann kannst du ruhig oben schlafen. Dann schlafe ich unten. Hast du Hunger mitgebracht? Oh, ja. Ich muss gucken. Hä? Lumi, was machst du hier? Hast du Eier auf mein Haus geworfen? Nö, ich habe nur die Blümchen gegossen. Okay, dann...
Dann würde ich jetzt wieder reingehen. Und ich glaube, ich bringe auch deinen Müll gleich nochmal raus. Ja, das ist doch bestimmt kein... Oh, hallo, Braxina, du bist ja auch da. Ja, Braxi wollte mir was zu essen machen. Oh, ja, also wenn du magst, kann ich dir auch was zu essen machen. Lumi, lass meine Schwester in Ruhe. Ich mach meiner Schwester selber was zu essen. Aber... Du kannst ja den Müll rausbringen, hast du ja gesagt. Los. Okay. Wunder dich nicht. Lumi ist ein bisschen komisch, aber er hat sogar eine Freundin. Seine Freundin heißt Hannah. Mir tut mir richtig leid. Er ist voll gruselig. Aber ist nicht schlimm. Bringst du den Müll jetzt raus? Wie bitte? Du wolltest den Müll rausbringen, Lumi. Stimmt. Da war was. Es ist auch schon dunkel. Du solltest auch nach Hause gehen. Tschüss, Lumi. Mach's gut. Hey, hallo, Lumi. Lumi. Du wolltest nach Hause gehen. Los. Stimmt, die Tür war unten. Hab ich verwechselt. Tut mir leid. Oh, ich begleite dich raus. Tschüss. Lumi verhält sich richtig komisch, aber ich weiß noch nicht warum. Findet ihr nicht auch, dass er sich komisch verhält? Dann schreib es mir mal jetzt unten in die Kommentare. Und wenn du eine Vermutung hast, warum er sich so verhält, wie er sich jetzt gerade verhält, dann muss ich es unbedingt wissen. Oh, Lumi! Geh nach Hause! Oh Mann, ich muss mich bei meiner Schwester entschuldigen. Braxina? Ja? Tut mir leid für Lumi, ja? Ich ist halt ein bisschen komisch. Ich glaube, er vermisst seine Freundin, die gerade noch nicht da ist. Das verstehe ich. Aber er soll mir nicht so nahe kommen. Ich finde den irgendwie gruselig. Okay, ich kümmere mich schon drum. Ich gehe jetzt mich hinlegen. Ich bin müde. Braxi, bis morgen. Braxi. Was denn? Oh, Lumi! Na warte, jetzt kriegst du richtig Ärger. Wo bist du? Komm sofort zurück. Was machst du an dem Fenster meiner Schwester, du Blödmann? Wenn ich dich noch einmal an meinem Haus sehe, dann wird's richtig krachen. Mann, ich will müde. Ich sollte jetzt schlafen gehen. Meine Schwester braucht Hilfe. Was ist los? Das ist voll witzig. Ich hab dich. Was steht denn hier auf dem Schild? Braxina ist doof, Braxi. Oh, das Schild habe ich niemals hingestellt. Wirklich nicht. Oh nein, weg mit dem Schild. Meine Schwester braucht Hilfe. Lumi! Ey, was ist hier los? Stopp! Wir spielen Fangen. Nein, hört auf damit. Braxi, du warst gemein. Ich hab das Schild gesehen. Genau, du Fiesling. Geh weg. Ich hab das Schild nicht platziert. Wirklich. Warum brauchst du Hilfe, Braxina? Was ist los? Das ist voll gemein gewesen. Aber ich hab doch das Schild niemals platziert. Das war ich wirklich nicht. Ich würde sowas doch nicht machen. Lumi, hast du etwas gesehen? Nö. Ich war nur eine gelbe Blume pflücken für dich, Braxina. Hier. Hey, Jimmy, hast du etwas gesehen? Besser ist es, wir reden unter vier Augen. Okay, was ist denn los? Komm mit. Komm mal mit. Ja, was willst du mir denn erzählen? Ich hab was gesehen. Ich hab gesehen, wie Lumi das dahin gemacht hat. Und er ist irgendwie voll verrückt nach Braxina. Ich weiß nicht warum. Vielleicht klärst du das mit ihm. Okay. Oh Mann, Freunde, denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Ist Lumi etwa verliebt in meiner Schwester? Oh, wenn du das Gleiche wie ich gedacht hast, dann musst du jetzt unbedingt ein Like da lassen. Boah, ja, ich glaube, ich muss Lumi mal zur Rede stellen. Was machen die da oben? Hä? Was machen die Lumi, da? Lumi, danke für die Blume. Das war voll nett von dir. Ich weiß. Kommst du zu mir? Nein, Lumi, nein. Meine Schwester kommt nicht zu dir. Du hast eine Freundin. Ja, aber sie ist auch meine Freundin. Also wir spielen immer zusammen jetzt, stimmt? Ja, weil Braxi nämlich gemein war. Weil er beleidigt mich nicht. Braxina, du gehst jetzt nach Hause, sonst rufe ich Mama an, sofort. Nein, ja, tut sie nicht. Spielverderber. Doch, genau. Sie geht nach Hause, Lumi. Ich bin ihr großer Bruder. Das hast du nicht zu entscheiden, hörst du?
Lumi? Hey, lass Brixi in Ruhe. Wir müssen jetzt miteinander reden. Warum? Nö, ich habe nämlich keine Zeit. Tschüss. Lumi, komm sofort zurück. Wir müssen reden. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder los, Brixi? Hast du ein Schild vor meine Tür platziert? Nö. Und du sagst auch die Wahrheit? Nö. Also doch, meine ich. Lumi, du weißt, Freunde lügen sich nicht an, vor allem nicht beste Freunde. Und du bist mein bester Freund. Freunde lügen nicht an, Freunde flügen. Genau. Herr Lübwege Druck, du warst das, Lumi. Gib's was zu. Was hast du eigentlich zu melden, du kleiner Furzer, hä? Ich hab dich gesehen. Lumi und Jimmy, hört auf damit. Lumi, ich möchte nicht, dass du dich meiner Schwester näherst. Ein Riesenvogel. Boah, ist der riesig. Oh, ist der? Wo ist der? Hä? Lumi, bleib stehen, du sollst dich meiner Schwester nicht nähern. Oh, Lumi ist voll blöd. Jimmy, du bist der Einzige, der sich wenigstens normal verhält. Kann ich mit dir reden? Okay, was ist denn? Ich will mich für Lumi entschuldigen und ich will das ein bisschen klarstellen. Okay, dann entschuldige dich. Okay. Rexina? Hi, Rexina. Ich wollte dir das hier geben, weißt du, Lumi weiß gar nicht, wie toll du eigentlich bist und wie toll du aussiehst. Und, Brexy, mir tut das richtig leid mit Lumi. Okay, danke, Jimmy. Tschüss. Eine Frage noch, kann ich deine Nummer haben vielleicht? Hä, nein, Jimmy, du kannst nicht ihre Nummer haben. Aber ich will dir die Schule zeigen später. Wir gehen das später in die Schule. Raus mit dir. Oh Mann. Und tschüss. Mann, Brexina, es tut mir leid. Die verhalten sich alle so richtig komisch heute. Schon okay. Können wir rausgehen? Es ist voll das schöne Wetter draußen. Ja, wir können rausgehen. Komm, wir können ein bisschen spielen. Mach die Tür zu. Okay, komm. Wollen wir eine Sandburg bauen? Boah, du kriegst mich nicht, Brixina, niemals! Ich will dich gar nicht kriegen, ich baue eine Sandburg! Ach so, oh Mann. Ich will auch eine Sandburg bauen. Dann bau du weiter und ich gehe jetzt schlafen, weil ich bin wirklich müde, Brixi. Okay, ich komm gleich auch. Bis gleich. Bis gleich. Oh, Freunde, ich hoffe, dass meine Schwester sich hier wohlfühlt. Meine Freunde haben sich ein bisschen daneben benommen, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen gelegen. Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich muss noch arbeiten. Ach so, und wenn du noch kein Kuscheltier hast, dann check auf jeden Fall mein Mini-Braxis ab. Der ist mega cool und streng limitiert. Und du kriegst sogar obendrauf noch eine Autogrammkarte. Den Link zu Mini-Braxi findest du unten in der Videobeschreibung. Aber beeil dich, die sind sehr schnell ausverkauft. Brexy, mach auf! Mann, ich kann nie in Ruhe Minecraft spielen. Was ist denn jetzt los, Lumi? Da bist du ja. Weißt du gar nicht, was Jimmy und deine Schwester machen, hä? Hä, meine Schwester ist einkaufen, hat sie gesagt. Nein, sie ist bei Jimmy. Jimmy? Was soll sie denn bei Jimmy wollen? Ja, das hab ich auch nicht geglaubt, als ich das mit meinen eigenen Augen gesehen hab. Hä, und was ist doch, vielleicht spielen die einfach nur, ist doch okay. Nein, die sind bei sich zu Hause, die ganze Zeit schon. Und was haben die da gemacht? Das fragst du lieber deine Schwester. Nee, sag schon. Lumi, sag sofort, ich bin dein bester Freund. Was haben die bei Jimmy gemacht? Die hat ein... Was? Die hat Jimmy geküsst? Oh nein! Oh, Jimmy, der Blödmann! Der hat meine Schwester geküsst! Oh, guck mal, wie die da miteinander spielen! Stopp! Hört sofort auf damit! Was ist denn jetzt los, Brexy? Lumi hat mir alles erzählt! Wirklich alles? Oh nein! Oh, das ist ja so unangenehm! Oh, warum erzählt denn Lumi sowas? Das habe ich nicht von dir erwartet, Jimmy! Das ist wirklich eklig, dass du meine Schwester geküsst hast! Was? Das habe ich gar nicht! Das würde ich niemals machen! Ja, eben! Das glaube ich euch nicht! Lumi hat es mir gesagt und Lumi würde mich niemals anlügen! Ich war einkaufen! Und er wollte mir helfen, den Einkauf
auf zu dir zu tragen. Und dann haben wir noch ein bisschen gespielt hier. Und ich habe ihr mein Handy gezeigt. Ich habe ein neues Hintergrundbild. Das war mir voll peinlich. Ich dachte, das meinst du. Brexina, Banana, Ehrenwort, du hast ihn nicht geküsst? Ja, nein. Hey, was soll das heißen? Jungs sind eklig. Ja, Mädchen sind eklig. Hört auf, euch zu streiten. Brexina, geh am besten auf den Spielplatz. Und Jimmy, ich möchte nicht, dass du mit meiner Schwester alleine spielst. Aber wir haben doch nur Tekken gespielt. Das ist doch gar nicht schlimm. Du bist... Nein, ich gehe jetzt. Du hältst dich ein bisschen fern von meiner Schwester. Die ist neu hier. Tschüss. Wohin will denn jetzt meine Schwester? Oh Mann, Leute, habt ihr auch Geschwister? Wenn ja, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, damit ich sehen kann, wer alles Geschwister hat. Oh Mann, hä? Und nicht schon wieder. Brexina, was machst du denn jetzt bei Lumi? Du Lügner! Hä? Ich lüge mit dir, mach auf! Nein, lass Lumi in Ruhe. Ich will nicht. Na warte. Was willst du? Willst du meinem Bruder solche Lügen? Geh du raus! Nein, hab du ich hast, nicht! Du hast mir gesagt, dass sie sich geknutscht haben. Hab ich... haben die auch? Das stimmt gar nicht. Und ich dachte, du wärst voll nett. Aber du bist voll gemein. Ja, du bist auch voll gemein. Ich mag sowieso niemanden. Geh jetzt lieber raus. Du machst noch alles schmutzig. Raus mit euch! Brexy, sag ihm was! Lumi, das war wirklich gemein von dir. Was sagt Brexy, man nicht? Du hast sie traurig gemacht. Guck dir das aber an. Ich wollte doch nur... Ach, Manu. Nein, das finde ich wirklich gemein von dir, Lumi. Ich würde sagen, du überdenkst dein Verhalten und entschuldigst dich bei ihr nachher. Oh Mann, Leute, Lumi war wirklich gemein zu meiner Schwester. Ich glaube, sie weint. Ich gehe jetzt einfach mal in den Shop, bevor es dunkel wird, und kaufe ihr etwas, damit sie wieder glücklich wird. Ich glaube, sie steht auf Bananen und vielleicht ist sie dann nicht mehr so traurig. So, wir müssen jetzt hier in den Shop rein. Und wenn ich mich nicht irre, waren hier drüben Bananen. Okay, ich nehme 8, 12... Oh, Leute, ich brauche mal ganz kurz eure Hilfe. Wenn ich 12 Bananen habe und jetzt nochmal 4 nehme, wie viel Bananen habe ich dann? Schreibt es mir mal jetzt unten in die Kommentare. Los, los, los. Okay, und wir haben 16. Oh, wer von euch wusste es? Wenn du es wusstest, dann lass jetzt auf jeden Fall nochmal ein Like da, wenn du noch kein Like da gelassen hast. Ich gehe jetzt zu meiner Schwester. Es ist schon dunkel geworden. Oh, schnell. Oh, ich glaube, sie wird sich freuen für die Bananen. Hä? Brexina, wo willst du hin? Schalt das hier nicht mehr aus. Alle sind gemein und lügen. Ich bin aber nicht gemein zu dir. Ich habe dir Bananen gekauft. Du liebst Bananen. Die brauche ich für die Reise dann. Nein, bitte bleib. Das war doch nicht so gemein. Ich rufe die Jungs mal kurz an. Warte kurz. Boah, Lumi, geh ran. Brexy? Lumi, komm schnell. Meine Schwester will nach Hause gehen, weil sie traurig ist. Du musst dich bei ihr entschuldigen. Beeil dich. Okay. Oh Mann. Lumi kommt. Er hat das nicht so gemeint. Der ist einfach nur müde. Wo bleibt er? Oh, da ist er doch schon. Lumi, komm, entschuldige dich endlich. Es tut mir leid, Brexy. Ich habe das nicht so gemeint. Ich wollte mich entschuldigen. Hier hast du noch eine gelbe Blume, bevor du abreichst. Jimmy, möchtest du ihr nicht auch was sagen? Ich hab das mitbekommen. Es tut mir leid, Brexina. Ich wollte doch nicht, dass du beleidigt bist. Ich hab mich voll doof verhalten. Entschuldigung. Die meinen das auch ernst, Brexina. Bitte bleib noch einen Tag. Bist du sicher, dass sie das ernst meinen? Das sind meine Freunde. Mit denen bin ich den ganzen Tag. Die sind zwar manchmal blöd, aber tief im Herzen haben die noch einen guten Fleck. Ich gebe dir sogar mein Lieblingsschwert. Oh, ein Diamantschwert. Bitte ist das bleib. Ist okay, wenn ich noch einen Tag bleibe, Brexy? Ja klar, natürlich. Du sollst ja hier bleiben. Okay, dann bleibe ich noch einen Tag. Aber ihr müsst nett mit mir sein. Aha, wir machen nichts mehr. Nein. Entschuldigung. Okay, tschüss. Viel Spaß euch. Bye mit dir. Tschüss. Boah, Freunde, das haben wir richtig gut hingekriegt. Meine Schwester Brexina bleibt noch ein bisschen und meine Freunde haben sich bei ihr entschuldigt. Oh, ich
habe hier lecker Essen gemacht. Ich bereite gerade ein Steak vor. In allen Öfen. Weil meine Schwester ist heute wieder da zu Besuch. Und wir werden heute was richtig Cooles essen. So. Hä? Lumi, guck mal. Die stinkt. Ja, ekelhaft. Du stinkst. Schwester, was ist los? Gar nichts. Oh, Odi und Lumi? Oh, Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Odi und Lumi haben meine Schwester geärgert. Oh Mann, ich kann sie nicht so traurig sehen. Wir müssen ihr irgendwie helfen und herausfinden, was die beiden Blödmänner gemacht haben. Lasst auf jeden Fall jetzt erstmal ein Like da, wenn ihr meiner Schwester helfen wollt. Abonniert den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ja, jetzt gehen wir erstmal rein und fragen sie. Oh, Lili, was ist los? Es ist gar nichts los. Lass mich in Ruhe. Hat dich jemand geärgert? Nein. Oh, Freunde, seht ihr das? Sie traut sich nicht, zu sagen, ob sie geärgert worden ist. Das ist gar nicht gut. Okay, dann gehen wir jetzt einfach runter und tun so, als ob wir es vergessen haben und warten, bis sie vielleicht losgeht. Vielleicht kriege ich ja mit, was die Jungs mit ihr machen. Oh, Lili, willst du was essen? Nein. Okay. Dann nehme ich hier mal Essen für mich mit. So, so. Ich habe jetzt das Essen rausgeholt. Lili, willst du mit essen? Nee, Brexy, ich gehe einkaufen. Ach so, kannst du Brot mitbringen? Wie viel? 3 Stück. Okay, bis gleich. Bis gleich. Boah, Freunde, das ist meine Chance, jetzt zu gucken, ob die Jungs sie immer noch ärgern und warum sie geärgert wird. Hä? Sind immer noch auf dem Spielplatz. Da ist Lumi. Da ist Odi, hä? Lumi bewirft sie mit Eiern. Oh. Ey! Du stinkst, du stinkst! Hör auf damit! Geh weg von hier! Leute, seht ihr das? Eierfrau! Oh nein! Hühnerkacke, Hühnerkacke! Oh, Odi und Lumi ärgern meine Schwester. Mann, Freunde, das kann ich gar nicht ab. Ich bin ihr großer Bruder. Ich werde jetzt die Jungs mal zur Rede stellen. Das gefällt mir nicht. So, Odi! Brexy? Odi, du Blödmann, was machst du mit meiner Schwester? Lass sie sofort in Ruhe. Ich habe gar nichts gemacht, Brexy. Ich habe alles mitbekommen. Wieso ärgerst du sie? Lumi war das. Lumi, warum ärgerst du meine Schwester? Sie hat euch doch gar nichts getan. Nein. Ich hab nur Odi verteidigt, weil sie Odi geärgert hat. Ja, die ist voll blöd zu mir, Brexy. Hä? Das glaube ich nicht. Sie ist... Meine Schwester würde sowas niemals machen. Und du glaubst mir nie. Ich geh jetzt einfach weg. Tschüss. Tschüss. Sie hat Odis Hausaufgaben gegessen. Hä? Lumi, das würde meine Schwester niemals machen. Freunde, was meint ihr? Würde meine Schwester Odis Hausaufgaben essen? Wenn du meinst, dass sie das gemacht hat, dann lass ein Like da. Und wenn du meinst, dass sie das nicht gemacht hat, dann abonnier den Kanal. Und dann schaue ich am Ende, wie die Umfrage ausgegangen ist. Das wird richtig cool. Jetzt gehe ich mal zu meiner Schwester. Sie ist doch bestimmt noch einkaufen. Da ist sie. Oh, alles okay? Ja, lass mich in Ruhe. Okay. Oh, wir müssen ihr irgendwie helfen und sie wieder glücklich machen, dass sie mich immer wieder besuchen kommt. Ich muss nachdenken. Was kann ich denn machen? Oh. So, Freunde, ich will heute Diamanten suchen und schaut mal her. Ich habe 48 Diamanten gefunden. So, jetzt gehe ich erstmal nach Hause, weil ich einen Mordshunger habe. Na, hallo Lili, geht's dir gut? Mann, das ist alles voll doof hier, Lisa. Die Jungs mögen mich alle nicht. Mein Bruder kann mir auch nicht helfen. Boah, ich wünschte, ich hätte eine Katze. Dann könnte ich mit der schmusen. Oh, habt ihr das gehört? Meine kleine Schwester wünscht sich eine Katze. Aber ich habe keine Katze hier. Oh, wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich muss ganz schnell in den Keller. Oh, so. Und hier habe ich doch irgendwo noch mein Buch der Wünsche. Nein, nein, nein. Wartet mal. Oh, und zwar habe ich nämlich ein Buch gefunden und einen Trank. Und damit kann ich mir was wünschen. Aber ich muss den jetzt erstmal finden. War der hier? Oh, hier drüben. Zauberbuch der Wünsche und Wunschtrank. Okay, was kann ich damit machen? Ich muss mir erstmal das Buch durchlesen. Wenn du diesen Wunschtrank trinkst, wirst du dir nie wieder was wünschen können. Deswegen benutze ihn nur, wenn du ihn wirklich brauchst. Oh,
Ich glaube, ich brauche ihn wirklich gerade. Dann kann ich mir nämlich wünschen, dass ich eine Katze bin. Und dann ist meine Schwester wieder glücklich. Boah, das mache ich jetzt einfach. Aber dafür nehme ich erstmal meine Rüstung weg. Okay, ich nehme jetzt diesen Trank. Ich hoffe, es funktioniert. Okay, also, ich trinke den jetzt und... Okay, jetzt muss ich meinen Wunsch sagen. Ich wünsche mir, ich werde eine Katze. Oh, was passiert gerade? Oh, es funktioniert, glaube ich. Ich bin eine Katze geworden. Es hat funktioniert, Freunde. Jetzt kann ich meine Schwester glücklich machen. Aber ich muss mich erstmal aus dem Haus schleichen. So, hier hoch. Ich glaube, sie kann mich jetzt nicht mehr verstehen. Aber das ist nicht schlimm. Dafür kann ich ja Sachen machen. Und sie weiß es dann. Okay, ich warte jetzt vor der Tür. Mach einfach ganz laut Miau. Miau. Hä? Miau. Was war das? Miau. Sie kommt. Hallo? Ja. Wer bist du denn? Ich bin eine Katze. Wo ist denn dein Besitzer? Ich habe keinen Besitzer. Hier, für dich ein Diamantenschwert. Wo hast du das denn hin? Die Katze hat mir einfach ein Diamantschwert gegeben. Oh ja, Freunde, es funktioniert. Ich glaube, sie ist wieder glücklich. Bring mir was bei. Hast du Durst? Ja, ich habe Durst. Dann komm mit rein, ich habe Milch für dich. Oh, wie cool. Sie ist glücklich. Okay, dann mache ich jetzt einfach das, was sie sagt. Hier, bitteschön. Oh, danke schön. Au, au. Oh, die ist so süß. Ich habe eine Idee. Ich zeige jetzt den ganzen Jungs, was für eine coole Katze ich habe. Dann müssen die mich mögen. Oh, komm mit. Ja. Okay, ich muss jetzt alles dafür tun, dass meine Freunde sie wieder mögen. Das heißt... Oh, sie wird jetzt Lumi zeigen, dass sie eine Katze hat. Und ich glaube, Lumi mag sogar Katzen. Und das ist sehr, sehr gut. Los. Miau. Lumi! Hä? Was ist denn hier los? Mach die Tür auf! Lumi! Guck mal! Du? Ich habe eine Katze gefunden! Die ist ja ekelhaft. Ey! Nein. Warte, ich regel das schon. Lumi, du Blödmann. Das ist meine Schwester. Hier, guck mal, was ich für dich hab. Er guckt nicht. Hier, das ist für dich. Hey, raus, du Katze. Warte mal. Was zur Hölle ist das etwa? Eine Diamantenspitzhacke. Wow. Und jetzt raus hier. Ey, die Katze hat dir ein Geschenk gegeben. Da kannst du ruhig mal Danke sagen. Ja, aber ich wollte es ja eigentlich gar nicht haben. Und jetzt raus aus meinem Haus. Wartet, Freunde. Lumi mag doch Diamanten. Und ich war doch heute Diamantenfarm. Ist hier oben. Warte. Hier. Ich hab eine liebe Katze. Nimm doch mal Diamanten. Hock. Diamanten. Wow. Diamantenparty. Wow. Hock, es hat funktioniert. Das ist lieb von der Katze. Oh, danke schön, Miau Miau. Ich muss sie sofort in Sicherheit bringen. Oh, okay. Dann werden die jetzt bestimmt Freunde. Wir beobachten mal die Situation. Was wird Lumi zu meiner Schwester sagen? Er versteckt seine Diamanten. Das ist echt lieb von deiner Katze, aber du musst jetzt trotzdem gehen, ja? Aber, ich habe noch gar keinen Namen für meine Katze. Willst du mir helfen, einen zu finden? Denk dir einen aus. Ich muss jetzt los. Tschüss. Oh, es klappt immer noch nicht. Warum ist denn Lumi so ein Dickkopf? Freunde, ihr müsst mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, was Lumi denn noch so mag. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Los. Ab in die Kommentare mit euch. Was machen wir jetzt, Schwester? Komm mit, Katze, wir gehen. Lumi ist blöd. Oh, sie ist immer noch traurig. Okay, wir müssen ihr jetzt irgendeinen Gefallen tun. Okay, Freunde, so weit, so gut. Ich helfe meiner Schwester gerade so viel ich kann. Aber irgendwie ist sie immer noch nicht glücklich. Aber wir gucken mal heute, was wir machen können. Oh, da kommt Lumi. Ist das Lumi da drüben? Er beobachtet das Haus. Vielleicht will er ja mit ihr spielen. Oh, ich glaube, er will mit meiner Schwester spielen. Lili, miau, miau. Rexy.
Da ist Lumi. Hi, Lumi. Ist Braxy zu Hause? Nein, Braxy war die ganze Nacht nicht da. Ich wollte mit ihm spielen. Du kannst doch mit mir spielen. Oh nein, ich will mit Braxy spielen. Oh. Oh Mann, ich will immer noch nicht mit ihr spielen. Oh, kleine Schwester, was kann ich denn für dich machen, damit es dir gut geht? Mann, Lumi ist echt ein Blödmann. Ich wünschte, sein Haus wäre kaputt. Oh. Oh, habt ihr das gehört, Freunde? Das ist meine Chance, meine Schwester glücklich zu machen. Aber im Umkehrschluss würde ich ja das Haus meines Freundes kaputt machen. Und ihr wisst, Lumi ist mein bester Freund. Aber vielleicht helfe ich ihm das dann einfach zu reparieren. Aber egal. Schwester, guck genau hin, was ich jetzt für dich machen werde. Ich habe doch hier irgendwo noch TNT gehabt. Wartet mal. Hier auch nicht. Ach, hier drüben. TNT und ein Feuerzeug. Miau, miau. Komm mit. Miau. Hä? Miau. Okay. Bleib stehen. Wohin gehst du denn? Mit, du musst dir das angucken. Komm mit, kleine Schwester. Okay, sie kommt auf jeden Fall mit. Da ist Lumi, glaube ich. Pass auf, guck dir das jetzt an. So, ab in Sicherheit mit dir. Drüben, hier. Und das ist für dich. Miau, miau, miau. Und am TNT. Mhm. Kaputt. Das war für dich. Und du hast Lumis Haus kaputt gemacht. Der wird richtig sauer sein. Aber das hast du dir gewünscht. So, und ich mach das, was du dir wünschst. Oh, da kommt Lumi. Guck dir das an. Guck, Lumi, das hast du davon. Na, na, na. Na, na, na. Ha? Nein, warte, was? Oh, was ist denn hier passiert? Oh, mein Haus. Alles ist kaputt. Oh nein, Lumi weint. Ja. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur, dass er mein Freund ist. Nein. Was machen wir denn jetzt? Was wir machen? Warte. Oh. So, wir helfen ihnen und reparieren das natürlich. Wartet mal. Bis hier hoch. So. Kaputt machen. Hier. Und da auch. So, da müssen wir hier hoch. Wir reparieren das. Hier, guck. Wir machen das heil für ihn. Das ist eine sehr gute Idee, Katze. So. Ich helfe meiner Schwester was jetzt. Was ist denn hier unten los? Oh, ja, komm. Hi, Lumi. Was macht ihr da? Wir haben gesehen, dass dein Haus kaputt ist. Und darum helfen wir dir, das wieder aufzubauen. Oh, das ist ja lieb von euch. Dankeschön. Oh. Ich wünschte, es wäre nie kaputt gegangen. Freunde, es funktioniert. Lumi freut sich, dass meine Schwester ihm hilft. Das ist super cool. Wenn du dich auch für meine Schwester freust, dann lass jetzt auf jeden Fall ein Like da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das würde mich wirklich freuen. Ach ja, und aktivier mal diese Glocke. Das wäre mega cool. Okay, die ist ja schon so weit. Ich mache hier weiter. So, ich baue hier das Haus nochmal zu Ende. Dann repariere ich jetzt hier den Rest, weil sich das meine Schwester gewünscht hat. Wir brauchen auch noch Glas. Aber ich glaube, Glas hatte ich in meinem Inventar. Wartet mal. Okay, in meinem Inventar, guck, hier habe ich das blaue Glas eingesammelt. So, hier ein Stück, da ein Stück. Und noch ein bisschen. So. Wow, somit habe ich nicht nur meiner Schwester geholfen, sondern auch Lumi, meinen besten Freund, und habe das wieder gut gemacht. Seht ihr, Leute? Das ist ganz einfach. Okay, das muss jetzt nur noch Lumi sehen. Miau! Miau! Ihr habt ja mein komplettes Haus repariert. Mhm, das haben wir gemacht. Meine Katze hat mir geholfen. Oh, das ist nett von euch beiden. Dankeschön. Ich, weißt du, dafür, dass ihr das wieder gebaut habt, gebe ich euch die Diamanten wieder. Das war echt lieb von euch. Dankeschön. Wir haben Diamanten bekommen. Mhm, das war mega cool. Lass uns nach Hause. Warte auf mich, Katze. Boah, irgendwie, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Oh.
Was ist das? Was passiert gerade mit mir? Oh. Hä? Was ist mit mir passiert? Wartet mal. Oh? Oh nein, ich bin wieder Brixie. Oh nein, oh nein, oh nein. Meine Schwester hat sich gerade an die Katze gewöhnt. Und ihr wisst ja, was im Buch stand. Hier, ich kann ihn nur einmal benutzen. Danach kann ich mir nie wieder was wünschen. Oh, sie wird bestimmt traurig sein. Warte mal, ich tue so, als ob ich wieder nach Hause komme. Und... Na, 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 na. Hallo. Brixie. Ich hab ne richtig coole Katze. Ne Katze? Ja, komm, ich zeig sie dir. Lilly, ich. Katze! Oh oh. Freunde, sie sucht gerade die Katze. Oh nein, oh nein. Lilly, wollen wir nicht einfach spielen gehen? Nein! Die Katze ist wirklich cool. Du wirst sie echt mögen. Oh, ich bin doch jetzt da. Katze? Du kannst doch mit mir spielen. Ist doch egal. Katzen kommen wieder und gehen. Das sind normale Katzen, oder? Aber ich wollte sie dir noch zeigen. Okay. Oh, Freunde, ich muss unbedingt eine neue Katze für meine Schwester finden. Oh, da muss ich jetzt ganz schnell los. Vielleicht kann mir ja Lumi dabei helfen. Wartet mal, wo ist Lumi eigentlich? Ich meine, wir haben ihm ja auch geholfen. Und wenn ich ihm sage, dass meine Schwester traurig ist, dann wird er bestimmt mir helfen, weil die ihm doch auch geholfen hat. Lumi! 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 Ja, was ist los, Brixie? Ich bin's! Ich bin zurück von meinem Wandertag. Ey, Lumi, meine Schwester ist traurig. Sie hat mir erzählt, dass sie eine Katze hatte. Ja, so eine Katze, richtig. Aber die Katze ist leider weg. Weißt du, wo wir Katzen herbekommen? Die Katze ist weg. Ja, dann müssen wir eine neue kaufen gehen. Vielleicht aus dem Laden. Vielleicht gibt's da Katzen. Gibt's da wirklich Katzen? Boah, du bist der Beste. Lass schnell hin. Kommt. Oh Mann. Ey, ich wusste gar nicht, dass der Laden Katzen hat, Lumi. Oh ja, da gibt's bestimmt ein paar Haustiere zum Kaufen. Dann los, lass uns mal dahin. Oh, wenn das funktioniert, dann ist meine Schwester wieder glücklich. Und alles hat ein Happy End. Wie cool. Okay, Lumi, ich such hier drüben. Oh, ist einmal alles leer. Warte. Ich. Ja. Hier ist auch nichts. Mann, Lumi, ich glaube, die haben keine Katzen. Ich finde nichts. Warte, guck mal hinten. Warte, vielleicht haben wir hier noch was. Auch nicht. Hier auch nicht. Warte mal, Brixie, da. Siehst du? Ah, schau mal. Oh, da ist eine Katze. Die sieht sogar genauso aus wie die Katze von meiner Schwester. Lumi, wir brauchen eine Leine. Kann man die an die Leine nehmen? Oh! Ja, ich hab sie. Boah, dann komm schnell mit. Dann kannst du ihr die Katze schenken und sagen, dass du sie gefunden hast. Los, los, los. Oh, sie wird sich bestimmt freuen. Oh, du bist der beste Freund. Der beste Freund, den man sich wünschen kann. Freunde, wenn du auch einen besten Freund hast, dann schick ihm gerne dieses Video als Zeichen deiner Freundschaft. Das wäre mega cool. Oh, Schwester, komm mal runter. Wir müssen dir was zeigen. Was möchtest du, Brixie? Guck mal, wen wir... mach die Augen zu. Okay. Okay, los. Schau mal, ich habe eine neue Katze. Kamuflu! Hier draußen. Oh. Die ist nur für dich. Hallo, Schleimi. Brixie, guck mal. Ich habe mir ein neues Haus gekauft. Boah, das musst du mir unbedingt zeigen. Wie cool ist das denn? Na klar. Alter. Komm mit rein. Okay. Also, ich habe noch nicht so viel gemacht. Hier unten kommt noch die Küche und hier der Esstisch. Oh, und warte oben mal, ist noch. Warte mal. Ja? Ich krieg einen Anruf. Meine Schwester ruft an. Was, eine Schwester? Geh ran! Hallo? Hi, Brixie, ich bin's. Kannst du mich vielleicht von so einer komischen Schule abholen? Ich weiß nicht, wo du wohnst. Von der Schule? Hä, wie. Du bist bei mir? Ja, ich wollte dich besuchen kommen, weil wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Okay. Schleimi, ich muss ganz kurz meine Schwester abholen. Okay. Willst du mitkommen oder willst du hier bleiben? Nee, ich komm mit, natürlich. Ey, du lässt die Finger von meiner Schwester. Hey, ich hab doch gar nichts gesagt. Ich bin nur nett, dass du nicht alleine abholen gehst, weißt du? Ich kenn doch deinen Blick.
Oh Mann, Freunde. Ich glaube, Schleimi wird sich in meine Schwester verlieben. Das will ich nicht. Oh, Schleimi. Du bleibst hinter mir. Guck mal, wer da schon ist. Hä? Da ist meine Schwester Lilly. Und Odi. Mann. Schwester. Brixi. Was machst du hier mit Odi? Hi, Brixi. Der kam gerade zur Schule. Ich hab mich vorgestellt, gesagt, wer ich bin. Der hat erst Odi, er ist neu hier. Okay, Schleimi, das ist Lilly. Odi, du Blödmann. Das ist Lilly, meine Schwester. Hallo, Lilly. Ich hab ein neues Haus gebaut. Darf ich dir das zeigen? Ja. Nein, Lilly. Du kommst jetzt erstmal zu mir. Okay. Leute, lasst meine Schwester in Ruhe, Mann. Hey, ich hab doch gar nichts gesagt. Ich wollte dir doch nur helfen. Nee, wir schaffen das auch allein. Und Lilly, wie war die Reise? Anstrengend, ich musste voll weit fahren. Okay, das hier ist mein Haus, das gelbe Haus, ist ja klar. Gelb ist ja meine Lieblingsfarbe, wuhu. Ich muss dir unbedingt mein Haus zeigen, komm rein. Hätte ich mir auch denken können, dass das gelbe von dir ist. Okay, also hier oben schlaf ich. Und unten kannst du schlafen, okay? Oh, mein eigenes Bett! Ja, ich mache jetzt auch erstmal ein Nickerchen und dann gehen wir morgen einkaufen. Ja! Okay, bis dann. So, ich bin so müde. Aber ich freue mich, dass meine Schwester gekommen ist. Wenn du dich auch für mich freust, dann lass mal jetzt auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr auch Geschwister habt, dann abonniert mal den Kanal, damit ich sehen kann, wie viele Geschwister ihr habt. Boah, das wird bestimmt eine Menge sein. Und jetzt gehe ich erstmal schlafen. Ich bin so müde. Was war das? Was macht Lilly da? Wohin geht sie denn in der Nacht? Wir haben 3 Uhr nachts und sie geht zum Brunnen? Hä? Was verheimlicht sie mir? Das muss ich mich schnell angucken. Das kann doch nicht wahr sein. Wohin will sie? Hä? Was macht sie da? Schaut mal, wir haben einfach 3 Uhr nachts. Sie geht einfach raus. Mit wem unterhält sie sich da? Hä? Was sagt sie da? Nein, das würde ich niemals machen. Niemals mal. Wer ist denn das dahinter? Hä? Sie wurde beworfen. Oh nein, ich muss schnell nach Hause. Freunde, meine kleine Schwester hat ein Geheimnis von mir. Und wir müssen unbedingt herausfinden, welches Geheimnis. Ich gehe schnell nach oben. Oh Mann, habt ihr das gesehen? Konntet ihr jemanden erkennen? Schlafen. Konntet ihr irgendjemanden erkennen hinter dem Brunnen? Ich habe niemanden erkannt. Meint ihr, es war Schleimi oder Odi? Wurde mit etwas beworfen. Ich stelle sie einfach mal morgen früh zur Rede, weil jetzt hat sie Angst. Oh Mann, wir müssen unbedingt herausfinden, was das war. Mein Wecker klingelt. Oh Mann, es ist wieder soweit. Hä? Ach stimmt, ich muss hier meine Schwester fragen, was gestern Abend los war. Warte mal, Lilly? Ja? Wo warst du gestern? Gestern? Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie, du weißt nicht, wovon du redest? Ich muss jetzt auch einkaufen. Ciao. Einkaufen? Hä? Freunde, habt ihr das gemerkt? Sie hatte irgendwie Angst. Aber vor was? Boah, das muss ich Schleimi erzählen. Schleimi! Schleimi! Schleimi, komm runter. Hä, Brexy, was geht? Wow, wie cool ist das denn hier geworden? Hey, Schleimi, irgendwas stimmt mit meiner Schwester nicht. Wie meinst du? Sie ist gestern Abend rausgegangen und sie hat mit jemandem am Brunnen geredet, aber ich weiß nicht mit wem. Was? Wirklich, und dann wurde sie okay, mit... Okay, der Sache gehen wir auf den Grund. Ja, wir müssen aber... Pack dein Schwert weg, wir müssen erstmal gucken, was der Grund war. Wir müssen sie beobachten, komm. Wir holen Odi noch raus. Odi! Odi! Bist du zu Hause? Hey, wo ist denn der doofe Odi? Hast du Odi heute gesehen? Nee, eigentlich nicht, nee. Hä, Odi? Hä, guck mal, da hinten ist er. Was macht er denn da? Hat er was zu verheimlichen? Der schießt gegen Bäume mit Pfeil und Bogen. Odi, komm sofort her. Ey, Jungs, ihr habt mich richtig erschrocken. Ich hätte euch fast abgeschossen. Oh, pack den Bogen weg. Pack den Bogen weg, Odi. Hä, was ist denn los, Brexy? Irgendwas stimmt mit... nicht. Die ist gestern Abend um 3 Uhr nachts aus dem Haus und hat mit irgendjemandem geredet. Oh mein Gott. Wirklich? Also, ich war es nicht wirklich, Brexy, wirklich. Aber die Person, mit der sie geredet hat, den habe ich nicht gesehen. Das heißt, der war die ganze Zeit hinterm Brunnen, wirklich. Okay, dann lass da hin, los. Nein, komm mit, sie ist jetzt einkaufen. Wir beobachten sie einfach, wir teilen uns auf, okay? Okay. Okay, ich gehe zum Spieli.
Okay, boah, zum Glück habe ich so coole Freunde. Wenn du auch einen besten Freund hast, dann lass jetzt auf jeden Fall erstmal ein Like da. Und wenn du ihn auch cool findest, dann schick ihm doch dieses Video. Er wird sich bestimmt freuen. So, müssen wir, meine Schwester finden. Odi, hast du sie gefunden? Sie ist im Shop, aber ich bleib hier, okay? Ist sie alleine? Ich weiß es nicht, Braxy. Ich sehe sie da drin. Okay, okay. Lass mal näher rangehen. Da ist sie. Aber was macht sie da? Okay, sie kauft etwas ein. Odi. Geh rein, langsam, langsam. Nein, nein, das ist unauffällig. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Nein, Braxy, renn. Hallo, was Lilly. Was machst du denn hier, Braxy? Na, was macht man denn hier? Einkaufen. Ich muss auch einkaufen. Aber ich war doch schon für uns einkaufen. Ach so, okay, dann lass uns nach Hause gehen. Okay. Warte. Geh du schon mal vor? Ich komm gleich nach. Ich hab noch was vergessen zu holen. Was vergessen zu holen? Hä? Okay. Ich glaube, ich kann meiner Schwester vertrauen. Sie hat bestimmt was vergessen zu holen. Dann warte ich auf sie zu Hause oder hier auf dem Spielplatz. Weil, das ist ja gleich da drüben. Dann brauche ich nicht so lange warten. Hier. Hä? Odi? Braxy? Was ist? Schnell, komm, schnell. Hä, was ist denn, Odi? Beruhig dich doch mal. Geht gar nicht zum Shop. Schau mal, die ist da hinten durchgerannt. Komm. Meine Schwester hat mich angelogen? Da ist sie, guck. Wow, die geht gar nicht zum Shop. Ich wusste, sie hat ein Geheimnis. Warte, wir müssen Schleimi abholen. Warte. Schleimi. Schleimi, du Blödmann. Komm, schnell, Schleimi. Hier drüben. Schleimi. Hä, was ist denn los? Komm, schnell. Was denn? Meine Schwester hat ein Geheimnis und Odi hat es herausgefunden. Wo ist sie jetzt hin? Hä? Da hinten. Ich sehe sie. Es wird dunkel. Wo ich geht sie denn hin? Nein. Weiß es nicht. Hä? Wo ist sie denn jetzt auf einmal hin? Da. Psst. Nicht so laut. Nicht so laut. Okay. Was macht sie da? Hä? Guckt sich um. Ich kann sie abschießen. Oh. Wow. Die ist durch die Wand da durchgegangen. Habt ihr das gesehen? Das ist Hexerei. Warum willst du meine Schwester abschießen, du Doofkopf? Das ist Hexerei, du Doofkopf. Okay, okay. Wir warten jetzt hier drüben. Kommt mit, bis sie da rauskommt. Ach, gucken wir uns das an. Boah, wann kommt sie da raus, Leute? Oh, Braxy, das ist mir nicht geheuer. Kommt hier hoch. Ich will nach Hause. Oh. Kommt hier hoch, versteckt euch. Boah, du hast recht. Mann, ich hoffe, sie ist kein Bösewicht. Ist sie denn? Da ist sie. Kommt drauf, versteckt euch. Okay. Ruhe. Okay, sie geht raus. Ich glaube, sie geht jetzt nach Hause. Hä? Ich rufe sie mal an und ich sag, dass ich bei dir übernachte. Okay, Schleimi? Okay. Okay, psst, nicht so laut. Ich rufe sie an. Sie muss jetzt nur noch rangehen. Hallo? Hi, Lilly. Wo bist du gerade? Ich gehe gerade nach Hause. Es hat ein bisschen länger gedauert im Laden. Ach so, du warst also im Laden. Mhm. Ich bin heute bei Schleimi übernachten, okay? Damit du Bescheid weißt. Okay, pass auf dich auf. Leute, sie hat mich angelogen. Sie hat gesagt, sie war im Laden. Oh, komm mit, Freunde, sie ist jetzt nach Hause. Jungs, wartet. Komm zurück. Denn? Was ist denn? Sie kommt nochmal raus, Jungs. Hä? Wie kann sie denn nochmal rauskommen? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ruf sie nochmal an, wo sie ist. Hä? Okay, warte. Hallo? Hi, Braxy. Lilly, wo bist du gerade? Ich bin zu Hause und warte auf dich, dass du gleich mal vorbeikommst, weil deine Schlafsachen noch hier sind. Habt ihr das gehört? Sie ist zu Hause. Okay, tschüss. Alter. Okay, wie war das, Braxy? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Wartet mal kurz. Freunde, ihr habt doch auch gesehen, dass meine erste Schwester an mir vorbeigelaufen ist. Und die zweite ist gerade auch hier rausgelaufen. Oder irre ich mich gerade? Wenn du auch zwei Lillys gesehen hast, dann lass jetzt erstmal auf jeden Fall ein Like da. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der das gesehen hat. Boah, wir müssen da schnell hin. Komm, schnell, Leute. Boah, Schleimi ist ja schon da. Boah. Wir müssen uns beeilen. Wo war das? Oh. Ich glaube, das war hier. Nee. Nein. Hier oben vielleicht? Auch nicht. Hä? Nein. Hä? Oh, Leute. Was denn? Kommt mit. Hier drin. Oh. Warte. Pass auf, Jungs. Passt auf. Nein. Es ist so kalt. Braxy, das ist zu gefährlich. Merkt ihr, wie kalt es auf einmal hier wird? Ja, mein Atem sieht man. Guck mal. Schleimi, komm mal jetzt rein. Ich warte draußen. Ich schmiere, okay? Ich mach Schmiere. Hey, warte, können wir tauschen, bitte? Ich hab doch Angst. Aber... Ja, geh du raus, Odi. Okay, danke. Schleimi, wir müssen jetzt diese Tür aufkriegen, okay? Okay. Drück. Das geht nicht nochmal. Braxy, ich glaube, wir brauchen Hilfe. Von wem? Von deinen Zuschauern. Boah, du hast recht.
Freunde, wenn du mir helfen willst, diese Tür jetzt aufzukriegen, dann lass ein Like da, falls du den Like noch nicht da gelassen hast. Und alle, die ein Like da gelassen haben, vielen, vielen Dank. Okay, komm, dann drück jetzt. Jetzt muss es klappen. Und... Scheiße, Mann. Ich hab schon einen guten Plan. Ich werde die Welt an mich reißen. Oh, P315. Oh, bin verrückt, aber ich schaffe es. Meine Babys. Oh, Lilly, 1, 2, 3, 4, 5. Komm zurück. Oh, 6, 7. Oh. Alter. Rexy, was war das denn? Ich weiß es nicht. Das war ein Professor. Da gab's ganz so viele... viele Schwestern. Können die alle zu mich besuchen kommen? Oh nein, du Dussel, konzentrier dich mal. Wir müssen diesen Professor zur Rede stellen. Gib mir mal dein Schwert. Schnell. Ich hab einen Bogen. Okay. Wir fragen ihn. Wir fragen ihn, was das soll. Bist du bereit? Du gehst vor. Hä? Wo ist Odi? Hä? Odi. Odi. Wir brauchen auch Odi. Odi, der Angsthase, ist bestimmt nach Hause gelaufen. Ja, okay. Nicht so laut. Wir stellen ihn jetzt zur Rede. Warte, vielleicht lenken wir den ab. Und dann reden wir mit einem dieser Schwestern. Okay, gute Idee. Du machst die Tür auf. Ich lenke ihn ab. Okay, und ich schrei. 3, 2, 1. Schrei, schrei. Toilette. Was war das? Lauf raus. Was war das? Hallo? Wer ist hier? Hallo? Hallo? Keine Chance. Ich muss da jetzt schnell rein. Hallo, Schwester? Ah, hi, Brixie, wie geht's dir? Heffi, wie geht's dir? Die nächste Schwester, hallo? Oh, Brixie, schön, dich zu sehen. Ich hab so viele Schwestern. Schwester Lilly? Brixie, wie geht's dir? Schleimi, wer ist denn jetzt meine richtige Schwester? Hallo, Lilly? Wer bist du denn? Hä? Mann, ich verstehe das nicht. Oh, wenn der Professor gleich kommt, dann werde ich ihn zur Rede stellen. Ich werde euch alle befreien, okay? Brexy, ich glaube, der kommt! Warte. Hier. Bleib da. Wie? Ecke. Hände hoch! Hände hoch! Wir sind gefährlich! Ihr nehmt die Hände hoch. Oh. Okay, okay. Der hat eine Pistole. Hä? Alle beide hier hinstellen. Sofort. Aber, oh nein. Wer Brexy? Von euch ist Brexy? Oh! Ist er! Du's? Er ist Brexy! Ich bin Brexy! Ist das deine Schwester? Ja, das ist das sind meine Schwestern. Wer ist meine richtige Schwester? Das werde ich dir nicht sagen. Brexy! Ich wünsche dir viel Erfolg! Na, du bleibst hier! Sie bleibt! Oh! Hallo, kleiner Junge. Was willst du auch von meiner Schwester? Ich werde euch klonen und dann werde ich die Welt an mich reißen. Oh. Nein, 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 das machst du nicht. Doch, doch, ja. Was hast du mit mir gemacht? Gute Nacht, kleiner Junge. Oh, boah, ich sehe alles so verschwommen. Meine Augen werden schwerer. Was hast du gemacht? Brexy, hör auf, bitte. Hör auf, du Dummkopf. Ich habe Kopfschmerzen. Was ist denn los? Wo bin ich? Wie geht's dir? Du bist zu Hause. Ich hab Kopfschmerzen. Was ist denn passiert? Ich schreit ihr so? Nicht. Wir schreien gar nicht. Wir reden normal, du Doofkopf. Was wollt ihr denn? Lilly, komm hoch. Hä? Wir haben Lilly gerettet. Ihr habt Lilly gerettet? Ja. Oh, ihr seid die besten Freunde, die man sich wünschen kann. Lilly, geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Was hat er mit dir gemacht? Ich weiß es nicht. Ich war in diesem Labor, als ich wach geworden bin. Und plötzlich standen die beiden Jungs vor mir und haben mich rausgeholt. Oh, okay. Leute, was machen wir denn jetzt? Lass uns das Labor kaputt machen. Dann lass uns das mit TNT machen, okay? Ich hab Feuer. Ich hab hier irgendwo TNT in irgendeiner Kiste. Komm schon, Brexy. Oh, hier drüben. Oh, okay. Nehmt euch gerne auch einen goldenen Apfel. Lasst uns beeilen. Danke. Komm, Lilly, ich lass dich nicht mehr allein. Alter, Freunde, ich hab die besten Leute, die man sich wünschen kann. Das ist mega cool. Jetzt gehen wir diesem blöden Professor das Labor in die Luft jagen. Boah, beeilt euch, Leute. Wir müssen da schnell hin. Boah, wir sind gleich da. Hey, Leute. Ja. Ich hab noch zu Hause was auf dem Herd, okay? Wir sehen uns später. Oh, ich hab Mann, Angst. Du bist ein Schisser. Beeilt euch, wir haben keine Zeit, egal. Komm. Und ihr seid euch sicher, dass der Professor nicht mehr da ist? Wir haben ihn vorhin weglaufen sehen, Brexy. Okay, schnell. Schnell. Boah, da haben wir jetzt alles in die Luft hier. So, hier drüben.
Da drüben. Los, los, los. Okay, zünd es hier, an. Hier, mach du, ich hab Angst. Okay, okay, okay. Oh, in die Mitte. Ah! Lauf, lauf, lauf. Komm schon. Ja, geh raus. Los, los, los. Boah, wir haben es geschafft.